Das Feuer von innen. Drittes Kapitel: Die Emanationen des Adlers. Am nächsten Tag machten Don Juan und ich einen Spaziergang entlang der Straße nach Oaxaca. Um diese Zeit lag die Landstraße verlassen. Es war 2 Uhr am Nachmittag. Während wir gemächlich dahinschlenderten, fing Don Juan unvermittelt an zu sprechen. Er meinte, unser Gespräch über die kleinen Tyrannen sei lediglich eine Einleitung zur Thematik des Bewusstseins gewesen. Ich bemerkte, es habe mir neue Einsichten erschlossen. Er bat mich zu erklären, was ich damit meinte. Ich sagte ihm, meine Einsicht hätte etwas mit einer Auseinandersetzung zu tun, die wir vor etlichen Jahren über die Yaqui-Indianer hatten. Im Verlauf seiner Lehren für die rechte Seite hatte er mir erzählt, welche Vorteile die Yaquis aus der Tatsache ihrer Unterdrückung zu ziehen wüssten. Ich hatte damals heftig eingewandt, dass es unter den erbärmlichen Bedingungen, unter denen sie lebten, doch unmöglich etwas Vorteilhaftes geben könne. Auch könne ich nicht begreifen, wie er, ein Yaqui-Indianer, sich nicht gegen solch eine eklatante Ungerechtigkeit auflehnte. Er hatte mir damals aufmerksam zugehört, dann, als ich schon glaubte, er werde seinen Standpunkt rechtfertigen, pflichtete er mir bei, dass die Lebensbedingungen der Yaquis tatsächlich erbärmlich seien. Aber, betonte er, es sei sinnlos, die Yaquis herauszugreifen, wodurch die Lebensbedingungen der ganzen Menschheit schrecklich seien. Bemitleide nicht die Yaqui-Indianer, sagte er. Bemitleide die Menschheit. Und was die Yaquis betrifft, so möchte ich sogar sagen, dass sie Glück haben. Sie sind unterdrückt, aber gerade deswegen können einige von ihnen am Ende triumphieren. Die Unterdrücker aber, die kleinen Tyrannen, die sie mit Füßen treten, haben nicht einmal in der Hölle eine Chance. Darauf hatte ich sofort mit einem Trommelfeuer politischer Parolen geantwortet. Ich hatte überhaupt nicht verstanden, was er sagen wollte. Damals hatte er noch einmal versucht, mir das Konzept der kleinen Tyrannen zu erklären, aber der Kern der Sache war mir entgangen. Erst jetzt passte für mich alles zusammen. »Bis jetzt passt gar nichts zusammen«, erwiderte er lachend. »Morgen, wenn du wieder in deinem normalen Bewusstseinszustand bist, wirst du dich nicht mehr an deine jetzige Einsicht erinnern.« Ich war tief deprimiert, denn ich wusste, er hatte recht. »Mir ist es genauso gegangen wie dir«, fuhr er fort. »Mein Wohltäter, der Nagual Julien, ließ mich einmal im Zustand gesteigerter Bewusstsein erkennen, was du eben erkannt hast, und über die kleinen Tyrannen. Im alltäglichen Leben änderte ich dann meine Meinung wieder, ohne zu wissen, warum. Ich war immer unterdrückt gewesen, darum hatte ich einen giftigen Hass auf meine Unterdrücker. Stell dir aber meine Überraschung vor, als ich feststellen musste, dass ich die Gesellschaft kleiner Tyrannen suchte. Ich dachte, ich hätte den Verstand verloren. Wir gelangten an eine Stelle am Straßenrand, wo ein paar große Felsbrocken lagen, halb unter einem alten Erdrutsch begraben. Don Juan ging hin und setzte sich auf eine flache Steinplatte. Er bedeutete mir, mich ihm gegenüberzusetzen, und dann begann er ohne Überleitung mit seiner Erklärung dessen, was er die Meisterschaft des Bewusstseins nannte. Er sagte, dass es eine Reihe von Wahrheiten gäbe, welche die alten und auch die neuen Seher über das Bewusstsein herausgefunden hätten. Diese Wahrheiten seien der Verständlichkeit halber in ein bestimmtes logisches System gebracht worden. Die Kenntnis des Bewusstseins, erklärte er, bestünde nun im Verinnerlichen des ganzen Systems dieser Wahrheiten. Die erste Wahrheit besage, so erläuterte er, dass unsere Vertrautheit mit der Welt, wie wir sie wahrnehmen, uns zu der Annahme verleitet, wir wären von Objekten umgeben, die an und für sich so existierten, wie wir sie wahrnehmen. Während es tatsächlich gar keine Objekte gäbe, sondern nur ein Universum von Ausstrahlungen, von Emanationen des Adlers. Bevor er mir aber diese Emanationen des Adlers erklären könne, sagte er, müsse er über 3 Begriffe sprechen: das Bekannte, das Unbekannte und das Unerkennbare.
Die meisten jener Wahrheiten über das Bewusstsein seien bereits von den alten Sehern entdeckt worden, doch das System, in das sie eingeordnet wurden, hätten die neuen Seher ersonnen, und ohne dieses System wären die Wahrheiten nahezu unverständlich. Dass die alten Seher es versäumten, nach einer Ordnung ihrer Wahrheiten zu suchen, sei ein großer Fehler gewesen. In verhängnisvoller Konsequenz dieses Fehlers, sagte Don Juan, hätten sie angenommen, dass das Unbekannte und das Unerkennbare ein und dasselbe wären. Erst die neuen Seher sollten diesen Irrtum berichtigen. Sie analysierten die Dinge und definierten das Unbekannte als etwas, das dem Menschen zwar verborgen, vielleicht durch einen angstmachenden Kontext verdunkelt, aber dennoch dem Menschen zugänglich sei. Das Unbekannte werde sich irgendwann in das Bekannte verwandeln. Das Unerkennbare hingegen sei das Unsagbare, das Undenkbare, das Unergründliche. Es sei etwas, das uns niemals bekannt werden wird, und doch sei es da, verwirrend und zugleich furchterregend in seiner Unermesslichkeit. »Wie können die Seher zwischen beiden unterscheiden?«, fragte ich. »Es gibt eine Faustregel«, sagte er, »angesichts des Unbekannten ist der Mensch wagemutig. Es ist ein Merkmal des Unbekannten, dass es uns Hoffnung und Freude einflößt. Der Mensch fühlt sich stark, unbeschwert. Sogar die ängstliche Stimmung, die es weckt, ist befriedigend. Die neuen Seher sahen, dass der Mensch angesichts des Unbekannten auf der Höhe seiner Kräfte ist. Doch immer, wenn das Unbekannte sich als das Unerkennbare erweise, so sagte er, seien die Folgen verhängnisvoll. Der Seher fühle sich ausgehöhlt, verwirrt, er sei tief bedrückt, sein Körper verliere an Widerstandsfähigkeit, sein Verstand und sein Denken irrten ziellos. Denn das Unerkennbare habe keinerlei inspirierende Wirkung, es sei dem Menschen unzugänglich, darum solle man in das Unerkennbare nicht törichterweise eindringen und auch nicht besonnenerweise. Die neuen Seher hätten auch erkannt, dass sie bereits für den flüchtigen Kontakt mit diesem einen furchtbaren Preis zahlen mussten. Die neuen Seher, so erklärte Don Juan, mussten gewaltige Schranken der Tradition überwinden. Damals, als der neue Zyklus begann, wusste ja keiner von ihnen, welche Techniken ihrer großartigen Überlieferung die richtigen waren und welche nicht. Denn bei den alten Sähern war offenbar etwas schiefgelaufen. Die neuen Seher wussten aber nicht was. So nahmen sie anfangs an, dass alles, was ihre Vorfahren taten, falsch gewesen sei. Diese alten Seher waren, wie Don Juan sagte, Meister der unbegründeten Mutmaßung. So etwa hätten sie vermutet, ihre hochentwickelte Kunst des Sehens werde ihnen Sicherheit bieten. Sie hielten sich für unberührbar, bis die Invasoren sie vernichteten und den meisten einen schrecklichen Tod bereiteten. Die alten Seher waren völlig schutzlos, trotz ihres festen Glaubens an ihre Unverletzlichkeit. Die neuen Seher vergeudeten keine Zeit mit Spekulationen darüber, was schiefgelaufen sein mochte. Vielmehr begannen sie, das Unbekannte kartografisch zu vermessen, um es auf diese Weise vom Unerkennbaren zu scheiden. »Wie haben Sie das Unbekannte vermessen, Don Juan?« »Durch Ihr kontrolliertes Sehen«, antwortete er. Ich hakte noch einmal nach und fragte, was das bedeute, das Unbekannte zu vermessen. »Das Unbekannte vermessen«, sagte er, »bedeute, es unserer Wahrnehmung zugänglich zu machen. Durch unermüdliches Sehen hätten die neuen Seher herausgefunden, dass dem Unbekannten und dem Bekannten die gleiche Stellung zukomme, weil sie beide der menschlichen Wahrnehmung zugänglich seien. Die Seher könnten sogar zu gegebener Zeit das Bekannte verlassen und in das Unbekannte eintreten. Das Unerkennbare aber liege außerhalb der Möglichkeiten menschlicher Wahrnehmung. Wichtig sei nur, zwischen diesem und dem Erkennbaren zu unterscheiden. Die beiden zu verwechseln, das würde den Seher in eine sehr prekäre Lage bringen, sobald er dem Unerkennbaren gegenüberstehe.
Genau dies passierte den alten Sähern, fuhr Don Juan fort. Sie aber glaubten, ihre Techniken wären in Unordnung geraten. Es kam ihnen nie in den Sinn, dass das meiste, was es dort draußen gibt, für uns unbegreiflich ist. Das war ihr verhängnisvoller Irrtum, und sie haben teuer dafür bezahlt. Was passierte, nachdem der Unterschied zwischen dem Unbekannten und dem Unerkennbaren entdeckt war? Fragte ich. Da fing der neue Zyklus an, antwortete er. Diese Unterscheidung ist eine Trennlinie zwischen dem Alten und dem Neuen. Alles, was die neuen Seher vollbracht haben, geht auf diese Unterscheidung zurück. Das Sehen, so sagte Don Juan, spielte beim Untergang der alten Seher wie auch beim Aufbau der neuen Lehre eine entscheidende Rolle. Durch das Sehen entdeckten die neuen Seher gewisse unleugbare Tatsachen, und diese Tatsachen führten sie zu gewissen, für sie revolutionären Schlussfolgerungen über das Wesen von Mensch und Welt. Und diese Schlussfolgerungen, die den Anfang des neuen Zyklus ermöglichten, waren die Wahrheiten über das Bewusstsein, die Don Juan mir erklären wollte. Don Juan forderte mich auf, ihn ins Stadtzentrum zu begleiten, auf einen Spaziergang rund um den großen Platz. Unterwegs unterhielten wir uns über Maschinen und feinmechanische Instrumente. Er behauptete, Maschinen seien Verlängerungen unserer Sinne. Und ich hielt dagegen, dass es Maschinen gäbe, die nicht in diese Definition hineinpassten, weil sie Funktionen erfüllten, die auszuführen wir aufgrund unserer physiologischen Anlage nicht fähig seien. Unsere Sinne sind zu allem fähig, behauptete er. Und ich sage dir, es gibt Instrumente, die Radiowellen aus dem Weltraum auffangen können, sagte ich. Unsere Sinne können keine Radiowellen auffangen. Da bin ich anderer Ansicht, sagte er. Ich glaube, unsere Sinne können alles aufnehmen, was uns umgibt. Und wie steht's dann mit Ultraschallwellen? Fragte ich. Wir haben nicht die organische Ausstattung, um sie zu hören. Die Seher sind der Überzeugung, dass wir erst einen winzigen Teil von uns selbst erschlossen haben, erwiderte er. Er versank eine Weile in Nachdenken, als suche er zu entscheiden, was er noch vorbringen könnte. Dann lächelte er. Die erste Wahrheit über das Bewusstsein lautet, wie gesagt, fing er an, dass die Welt dort draußen nicht wirklich das ist, wofür wir sie halten. Wir halten sie für eine Welt der Gegenstände, und das ist sie nicht. Er hielt inne, wie um die Wirkung seiner Worte abzuschätzen. Ich sagte, ich könne seiner Prämisse zustimmen, denn alles, was ist, sei auf Energie zurückführbar. Er meinte, ich hätte wohl intuitiv eine Wahrheit erfasst, aber diese zu diskutieren heiße noch nicht, sie zu verifizieren. Im Übrigen liege ihm nichts an meiner Zustimmung oder meinem Widerspruch, sagte er. Ich solle lieber versuchen zu begreifen, was die Wahrheit bedeutet. Energiefelder kann man nicht beobachten, fuhr er fort, jedenfalls nicht als Durchschnittsmensch. Könntest du sie sehen, dann wärst du ein Seher, und in diesem Fall könntest du die Wahrheiten über das Bewusstsein erklären. Verstehst du nicht, was ich meine? Und dann führte er aus, dass die Schlussfolgerungen, die wir mit unserer Vernunft erzielen könnten, kaum Konsequenzen für unser Leben hätten. Daher die unzähligen Beispiele von Leuten, die glasklare Überzeugungen vertreten und ihnen doch immer wieder zuwiderhandelten, einzig mit der Begründung, dass Irren menschlich sei. Die erste Wahrheit lautet, dass die Welt das ist, was sie zu sein scheint und es doch nicht ist, fuhr er fort. Sie ist nicht so fest und so wirklich, wie unsere Wahrnehmung uns glauben macht, aber sie ist auch keine Fata Morgana. Die Welt ist keine Illusion, wie man immer sagt. Sie ist einerseits real und andererseits irreal. Beachte dies gut, denn man muss es verstehen, nicht nur einfach akzeptieren. Wir nehmen wahr, dies ist ein festes Faktum. Aber was wir wahrnehmen, ist kein solches Faktum, denn wir lernen, was wir wahrnehmen sollen. Stell dir vor, irgendetwas da draußen macht sich unseren Sinnen bemerkbar. Das ist der reale Teil der Wahrnehmung. Der irreale Teil ist das, was unsere Sinne uns sagen,
dass es dort draußen sei. Nehmen wir an, es sei ein Berg. Unsere Sinne sagen uns, es ist ein Gegenstand. Er hat Umfang, Farbe, Form. Wir haben sogar den Begriff Berg und er trifft auch einigermaßen zu. Keine Einwände dagegen. Der Fehler ist der, dass wir nie auf die Idee gekommen sind, unsere Sinne könnten nur eine recht oberflächliche Rolle spielen. Unsere Sinne nehmen wahr, wie sie es tun, weil die besondere Beschaffenheit unseres Bewusstseins sie zwingt, so wahrzunehmen. Ich wollte ihm schon wieder zustimmen, aber nicht, weil ich derselben Meinung gewesen wäre. Ich hatte gar nicht verstanden, worauf er hinaus wollte. Vielmehr wurde mir die Sache unheimlich. Er gebot mir Schweigen. »Wenn ich Welt sage«, fuhr er fort, »so meine ich damit alles, was uns umgibt. Ich weiß natürlich ein besseres Wort, aber es wäre dir völlig unverständlich. Die Seher sagen, nur das Bewusstsein ist der Grund, warum wir annehmen, dort draußen sei eine Welt von Gegenständen. In Wirklichkeit sind dort draußen die Emanationen des Adlers, fließend, stets in Bewegung, doch unwandelbar, ewig.« Er unterbrach mich mit einer Handbewegung, als ich zu der Frage ansetzte, was dies denn sei, die Emanationen des Adlers. Und dann erklärte er mir eine der größten Erkenntnisse der alten Seher, die sie uns als Vermächtnis hinterlassen hätten, dass nämlich der Existenzgrund aller empfindenden Wesen die Erweiterung des Bewusstseins sei. Don Juan nannte es eine kolossale Entdeckung. In scherzhaftem Ton fragte er mich, ob ich vielleicht eine bessere Antwort wisse auf die alte Frage, die den Menschen seit jeher verfolge, die Frage nach dem Grund unserer Existenz. Ich ging sofort in die Defensive und ließ mich über die Sinnlosigkeit dieser Frage aus, weil sie doch logisch nicht zu beantworten sei. Um dieses Thema zu diskutieren, so sagte ich ihm, müssten wir uns über religiöse Glaubensvorstellungen verständigen, und damit liefe wohl alles auf eine Frage des Glaubens hinaus. Die alten Seher hatten aber nicht nur Glaubensfragen im Sinn, sagte er. Sie waren zwar nicht so praktisch eingestellt wie die neuen Seher, aber sie waren doch praktisch genug, um zu wissen, was sie sahen. Was ich mit dieser Frage, die dich so aufgeschreckt hat, verdeutlichen wollte, ist die Tatsache, dass unsere Vernunft allein uns keine Antwort auf die Frage nach dem Grund unserer Existenz geben kann. Immer, wenn sie es versucht, läuft die Antwort auf Glaubensfragen hinaus. Die alten Seher schlugen einen anderen Weg ein und sie fanden dabei eine Antwort, die mehr war als bloßer Glaube. Unter unermesslichen Risiken, so sagte er, sahen die alten Seher nämlich die unbeschreibliche Kraft, die der Ursprung aller empfindenden Wesen ist. Sie nannten sie den Adler, denn mit dem flüchtigen Blick, den sie überhaupt nur ertragen konnten, sahen sie etwas, das einem schwarz-weißen Adler von unendlicher Größe glich. Sie sahen, dass es der Adler ist, der Bewusstsein verlieh. Der Adler schafft alle lebenden Wesen, auf das sie leben und ihr Bewusstsein bereichern, das er ihnen zusammen mit dem Leben schenkt. Sie sahen auch, dass es der Adler ist, der eben dieses bereicherte Bewusstsein verschlingt, da er die Lebewesen zwingt, es im Augenblick ihres Todes aufzugeben. Für die alten Seher, fuhr Don Juan fort, war die Feststellung, dass der Grund unserer Existenz die Erweiterung des Bewusstseins ist, keine Frage des Glaubens oder der Logik. Sie sahen es. Sie sahen, dass das Bewusstsein der lebenden Wesen im Augenblick des Todes davonschwebt und wie ein leuchtender Wattebausch direkt in den Schnabel des Adlers fliegt, um verschlungen zu werden. Für die alten Seher war es der Beweis dafür, dass die lebenden Wesen nur leben, um dieses Bewusstsein zu bereichern, das die Nahrung des Adlers ist. Don Juans Ausführungen wurden unterbrochen, weil er eine kurze Geschäftsreise machen musste. Nestor fuhr ihn nach Oaxaca. Während ich den beiden nachwinkte, erinnerte ich mich daran, dass ich am Anfang meiner Verbindung mit Don Juan immer, wenn er von einer Geschäftsreise sprach, der Meinung gewesen war, er gebrauche eine euphemistische Umschreibung für etwas anderes. Schließlich hatte ich erkennen müssen, dass er genau dies meinte, was er sagte.
Immer, wenn eine solche Reise bevorstand, legte er einen seiner vielen, tadellos geschneiderten, dreiteiligen Anzüge an, und dann glich er allem anderen als dem alten Indianer, den ich kannte. Ich hatte stets über die weltliche Eleganz seiner Metamorphose gestaunt. Ein Nagual ist jemand, der so flexibel ist, dass er alles Mögliche sein könnte, sagte er. Ein Nagual zu sein bedeutet unter anderem, dass man sich nicht auf einen Standpunkt festlegt. Merke dir das, wir werden immer wieder darauf zurückkommen. Und wir waren immer wieder darauf zurückgekommen, in jedem nur denkbaren Zusammenhang. Tatsächlich schien es, als legte er sich auf nichts fest. Aber während seiner Abwesenheit von Oaxaca kamen mir doch gelinde Zweifel. Plötzlich ging mir auf, dass ein Nagual doch etwas haben mag, worauf er sich festlegt. Die Beschreibung des Adlers und seiner Emanationen verlangte meiner Meinung nach eine leidenschaftliche Festlegung. Diese Frage versuchte ich einigen von Don Juans Gefährten vorzulegen, aber sie wichen meinen Sondierungen aus. Hinsichtlich solcher Diskussionen, so sagten sie mir, sei ich in einer Art Quarantäne, bis Don Juan seine Erklärung abgeschlossen hätte. Kaum war er zurückgekehrt, setzten wir uns zum Gespräch und ich stellte ihm diese Frage. »Diese Wahrheiten sind nichts, was man leidenschaftlich verfechten müsste«, antwortete er. »Falls du glaubst, ich wolle sie hier verfechten, so irrst du dich.« Diese Wahrheiten wurden formuliert zur Freude und Erleichterung der Krieger, nicht um sie mit irgendwelchen Besitzgefühlen zu umgeben. Als ich dir sagte, dass ein Nagual sich nicht festzulegen braucht, meinte ich unter anderem, dass ein Nagual keine fixen Ideen hat. Dann allerdings, sagte ich zu ihm, sei ich seinen Lehren untreu geworden, denn die Beschreibung des Adlers und seinen Emanationen sei inzwischen bei mir eine fixe Idee. Ich konnte mich nicht beruhigen über die Erhabenheit dieser Vorstellung. »Es ist keine bloße Vorstellung«, sagte er, »es ist Tatsache und eine verdammt erschreckende Tatsache, falls du meine Meinung hören willst. Die neuen Seher schwelgten nicht einfach in Vorstellungen.« »Aber was für eine Kraft ist denn der Adler?«, fragte ich. »Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Der Adler ist für die Seher so etwas Reales, wie Schwerkraft und Zeit es für dich sind, und genauso abstrakt und unvorstellbar.« »Warte mal, Don Juan, die sind abstrakte Begriffe, aber sie beziehen sich doch auf reale Phänomene, die verifiziert werden können. Ganze Wissenschaften befassen sich mit nichts anderem.« »Der Adler und seine Emanationen sind ebenso verifizierbar«, entgegnete Don Juan, »und genau damit befasst sich die Wissenschaft der neuen Seher.« Ich bat ihn, mich aufzuklären, was denn die Emanationen des Adlers wären. »Die Emanationen des Adlers«, sagte er, »seien ein unwandelbares Ding an sich, das alles Existierende einbegreife, das Erkennbare wie das Unerkennbare. Was die Emanationen des Adlers wirklich sind, kann man nicht mit Worten beschreiben«, fuhr Don Juan fort. »Ein Seher muss sie erleben.« »Hast du sie selbst erlebt, Don Juan?« »Gewiss habe ich das, und doch kann ich dir nicht sagen, was sie sind. Sie sind eine Erscheinung, fast so etwas wie eine feste Masse, ein Druck, der ein verwirrendes Gefühl erzeugt. Man kann sie nur flüchtig erspähen, wie man auch den Adler selbst nur flüchtig erspähen kann.« »Würdest du sagen, Don Juan, dass der Adler der Ursprung der Emanationen ist?« »Selbstverständlich ist der Adler der Ursprung seiner Emanationen. Ich meinte, ob er sichtbar der Ursprung ist.« »Nichts ist am Adler sichtbar. Der ganze Körper eines Sähers spürt den Adler. Es gibt etwas in uns allen, das uns befähigt, ihn mit unserem ganzen Körper zu erleben. Die Säher haben eine einfache Erklärung für das Sehen des Adlers. Weil der Mensch aus den Emanationen des Adlers besteht, braucht der Mensch nur auf seine eigenen Elemente zu achten. Das Problem entsteht erst durch das Bewusstsein des Menschen. Sein Bewusstsein verstrickt und verwirrt sich. Im entscheidenden Augenblick, wenn es einfach darum geht, dass die Emanationen sich bemerkbar machen, fühlt sich das Bewusstsein des Menschen gezwungen,
diesen Vorgang zu interpretieren. Das Ergebnis ist ein Bild des Adlers und der Emanationen des Adlers. Aber es gibt keinen Adler und keine Emanationen des Adlers. Was es da draußen gibt, ist etwas, das kein Lebender begreifen kann. Ich fragte ihn, ob man den Ursprung der Emanationen deshalb als Adler bezeichnet habe, weil dem Adler für gewöhnlich überlegene Eigenschaften zugeschrieben werden. Hier geht es einfach um die ungefähre Gleichsetzung von etwas Unerkennbarem mit etwas Bekanntem, antwortete er. Was dies betrifft, so wurden schon viele Versuche gemacht, Adler mit Eigenschaften zu schmücken, die sie nicht haben. Aber so etwas geschieht meistens, wenn leicht beeinflussbare Leute Dinge zu tun lernen, die große Nüchternheit erfordern. Seher gibt es in allen Größen und Formen. Willst du damit sagen, dass es verschiedene Arten von Sehern gibt? Nein, ich will damit sagen, dass es massenhaft Dummköpfe gibt, die Seher werden. Seher sind Menschen voller Schwächen oder vielmehr Menschen voller Schwächen können Seher werden, ähnlich wie im Falle von schwächlichen Leuten, die große Wissenschaftler werden können. Das gemeinsame Merkmal schwächlicher Seher ist, dass sie leicht bereit sind, das Wunder dieser Welt zu vergessen. Sie sind hingerissen von der Tatsache, dass sie sehen und glauben, sie verdanken es ihrem Genie. Ein Seher müsste ein Muster an Vollkommenheit sein, um die beinahe unüberwindliche Nachlässigkeit unserer menschlichen Kondition zu überwinden. Wichtiger als das Sehen selbst ist das, was der Seher anfängt mit dem, was er sieht. Was willst du damit sagen, Don Juan? Sieh nur, was gewisse Seher uns angetan haben. Da sitzen wir und kleben an ihrer Vision eines Adlers, der uns regiert und uns im Augenblick unseres Todes verschlingt. An dieser Vorstellung, sagte er, sei etwas eindeutig Nachlässiges. Er persönlich könne keinen Gefallen finden an der Vorstellung, dass irgendetwas uns am Ende verschlinge. Wenn es nach ihm ginge, meinte er, solle man zutreffender sagen, dass es da eine Kraft sei, die unser Bewusstsein anzieht, ähnlich wie ein Magnet Eisenspäne anzieht. Im Augenblick des Sterbens löse unser Sein sich dann auf in der Anziehung dieser unendlichen Kraft. Dass dieser Vorgang als ein verschlingender Adler interpretiert werden konnte, fand er grotesk, denn es mache aus diesem unbeschreiblichen Akt etwas so Alltägliches wie das Gefressenwerden. »Ich bin ein sehr durchschnittlicher Mensch«, sagte ich. »Die Vorstellung eines Adlers, der uns verschlingt, macht einen starken Eindruck auf mich.« »Den wirklichen Eindruck kannst du erst in dem Augenblick ermessen, da du es selber siehst«, sagte er. »Aber du darfst nicht vergessen, dass wir unsere Schwächen behalten, auch nachdem wir Seher geworden sind. Wenn du also diese Kraft siehst, könntest du ohne weiteres den nachlässigen Sehern beipflichten, die sie als den Adler bezeichneten, wie ich selbst es getan habe. Vielleicht wirst du es aber auch nicht tun. Vielleicht wirst du der Versuchung widerstehen, dem Unvorstellbaren menschliche Eigenschaften zuzuschreiben und tatsächlich einen neuen Namen dafür erfinden, einen zutreffenderen. Seher, die die Emanationen des Adlers sehen, bezeichnen sie oft als Befehle, sagte Don Juan. Ich selbst wäre einverstanden, sie Befehle zu nennen, hätte ich mich nicht daran gewöhnt, sie als Emanationen zu bezeichnen. Das war bei mir eine Reaktion gegen die Vorliebe meines Wohltäters. Für ihn waren es Befehle. Dieses Wort, fand ich, entsprach eher seiner dominierenden Persönlichkeit als der meinen. Ich wollte lieber etwas Unpersönliches. Befehle, das klingt mir zu menschlich, aber das sind sie eigentlich. Befehle. Die Emanationen des Adlers zu sehen, so meinte Don Juan, bedeute im Grunde die Katastrophe heraufbeschwören. Die neuen Seher hätten gar bald die damit verbundenen ungeheuren Schwierigkeiten entdeckt und erst nach großer Bedrängnis und vielen Versuchen, das Unbekannte zu kartografieren und es von dem Unerkennbaren zu scheiden, hätten sie erkannt, dass alles, was ist, aus den Emanationen des Adlers besteht.
ein kleiner Teil dieser Emanationen sei dem menschlichen Bewusstsein zugänglich, und auch dieser kleine Teil werde durch die Zwänge unseres Alltagslebens auf einen winzigen Bruchteil weiter verringert. Dieser winzige Bruchteil der Emanationen des Adlers sei das Bekannte. Der kleine Teil, der überhaupt dem menschlichen Bewusstsein zugänglich sei, sei das Unbekannte, und der unermessliche Rest sei das Unerkennbare. Und weiter erzählte er, dass die neuen Seher in ihrer praktischen Gesinnung alsbald der unwiderstehlichen Macht der Emanationen gewahrten. Sie erkannten, dass alle Lebewesen mit den Emanationen des Adlers arbeiten müssen, ohne zu wissen, was sie eigentlich sind. Sie erkannten auch, dass die Organismen darauf eingerichtet sind, ein bestimmtes Spektrum dieser Emanationen zu erfassen, und dass jeder Spezies ein bestimmtes Spektrum von Emanationen zukommt. Die Emanationen üben einen starken Druck auf die Organismen aus, und mittels dieses Drucks bauen die Organismen ihre wahrnehmbare Welt auf. Wir als Menschen, sagte Don Juan, arbeiten mit diesen Emanationen und interpretieren sie als Realität. Doch was der Mensch empfindet, ist ein so kleiner Teil der Emanationen des Adlers, dass es lächerlich wäre, sich groß auf unsere Wahrnehmung zu verlassen, und doch ist es uns nicht möglich, unsere Wahrnehmungen zu ignorieren. Dies mussten die neuen Seher auf die harte Art lernen und unter dem Risiko unabsehbarer Gefahren. Don Juan saß an seinem gewohnten Platz in dem großen Zimmer. Normalerweise gab es keine Möbel in diesem Raum. Die Leute saßen auf Matten am Boden. Aber Carol, die Nagualfrau, hatte es dennoch fertiggebracht, ihn mit sehr bequemen Sesseln auszustatten für die Zusammenkünfte, bei denen wir beide abwechselnd Don Juan aus den Werken spanisch schreibender Dichter vorlasen. »Gib genau Acht auf das, was wir tun«, sagte er, kaum hatte ich Platz genommen. »Wir sprechen über die Beherrschung des Bewusstseins. Und die Wahrheiten, über die wir sprechen, sind die Prinzipien, die zu dieser Kenntnis führen.« Bei seinen Lehren für die rechte Seite, fuhr er fort, habe er versucht, diese Prinzipien meinem Normalbewusstsein zu demonstrieren, und zwar mit Hilfe Gennaros, eines seiner Sehergefährten. Und Gennaro habe mit meinem Bewusstsein gespielt, mit allem Humor und aller Respektlosigkeit, für die die neuen Seher bekannt seien. »Gennaro sollte hier sitzen und dir vom Adler erzählen«, sagte er. »Nur, dass seine Darstellung allzu respektlos wäre. Er findet, die Seher, die jene Kraft als den Adler bezeichneten, waren wohl ziemlich dumm oder große Spaßmacher, weil Adler ja nicht nur Eier legen, sondern auch Schmutz machen.« Don Juan lachte und meinte, er fände Gennaros Bemerkung tatsächlich treffend und zum Lachen. Wäre den neuen Sähern diese Aufgabe zugefallen, den Adler zu beschreiben, die ganze Beschreibung wäre wahrscheinlich ziemlich spaßig ausgefallen. Ich erzählte Don Juan, dass ich den Adler einerseits als poetisches Bild auffasste, und als solches gefalle er mir. Andererseits aber fasste ich die Beschreibung wörtlich auf, und das machte mir Angst. »Die Angst ist eine der stärksten Kräfte im Leben des Kriegers«, sagte er. »Sie spornt an zu lernen.« Er erinnerte mich daran, dass die Beschreibung des Adlers immerhin von den alten Sähern stamme. Die neuen Säher hätten nichts mehr im Sinn mit all solchen Beschreibungen, Gleichnissen und Vermutungen. Sie wollten unmittelbar zum Ursprung der Dinge vorstoßen und nahmen grenzenlose Gefahren auf sich, um dorthin zu gelangen. Wohl sähen sie die Emanationen des Adlers, aber auf die Beschreibung des Adlers wollten sie sich nicht einlassen. Sie fänden, es koste schon zu viel Energie, den Adler zu sehen. Und immerhin hätten die alten Säher für ihr flüchtiges Erschauen des Unerkennbaren einen hohen Preis zahlen müssen. »Wieso verfielen die alten Säher auf solch eine Idee wie die Beschreibung des Adlers?«, fragte ich. »Zum Zweck der Unterweisung brauchten sie wenigstens einige Richtlinien, was das Unerkennbare betraf«, erwiderte er.
Sie fanden sie in einer skizzenhaften Beschreibung jener Kraft, die alles Seiende regiert. Die Emanationen aber ließen sie aus, denn die Emanationen lassen sich nicht in einer gleichnishaften Sprache schildern. Einzelne Seher fühlen sich vielleicht gedrängt, ihre Kommentare zu gewissen Emanationen abzugeben, aber dies wird immer eine private Überzeugung bleiben. Mit anderen Worten, es gibt keine entsprechende Darstellung der Emanationen, wie es sie für den Adler gibt. Die neuen Seher dachten offenbar sehr abstrakt, warf ich ein. Sie hören sich an wie moderne Philosophen. Nein, die neuen Seher waren ungemein praktisch denkende Leute, erwiderte er. Sie befassten sich nicht mit dem Ausspinnen rationaler Theorien. Die abstrakten Denker, das waren die alten Seher. Sie errichteten gewaltige Gebäude der Abstraktion, wie sie ihnen ihrer Zeit entsprachen, und genau wie die heutigen Philosophen hatten sie keine Macht über ihre eigenen Gedankengebäude. Die neuen Seher dagegen, von praktischem Geist durchdrungen, vermochten den Fluss der Emanationen zu sehen, und sie sahen auch, wie der Mensch und die anderen Lebewesen diese Emanationen nutzten, um daraus ihre jeweilige, wahrnehmbare Welt aufzubauen. Wie nutzt der Mensch die Emanationen, Don Juan? Es ist so einfach, dass es idiotisch klingt. Für einen Seher sind die Menschen leuchtende Wesen. Unsere Leuchtkraft besteht aus jenem Teil der Emanationen des Adlers, der in unserem eiförmigen Kokon eingeschlossen ist. Dieser kleine Teil, diese Handvoll eingeschlossener Emanationen ist das, was uns zu Menschen macht. Wahrnehmen heißt, die im Inneren des Kokon enthaltenen Emanationen in Übereinstimmung zu bringen mit jenen außerhalb. Die Seher können zum Beispiel die Emanationen im Innern des Kokons sehen und erkennen, welche der äußeren Emanationen mit ihnen übereinstimmen. Sind die Emanationen so etwas wie Lichtstrahlen? Fragte ich. Nein, gar nicht. Das wäre zu einfach. Sie sind etwas Unbeschreibliches, und doch würde ich sagen, sie sind etwas wie Lichtfäden. Was dem Normalbewusstsein unbegreiflich ist, ist die Tatsache, dass diese Fäden bewusst sind. Ich kann dir nicht sagen, was dies bedeutet, weil ich das, wovon ich rede, nicht mit Sicherheit weiß. Mit meiner persönlichen Auffassung kann ich dir nur drei Dinge sagen. Die Fäden sind ihrer selbst bewusst, lebendig und vibrierend. Es sind so viele, dass Zahlenangaben sinnlos wären, und jeder einzelne ist für sich selbst eine Ewigkeit.